Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Das ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche nicht zu kotzen. Die ganz oben meinen Batman könnte auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. Ich hoffe fast, dass Batman auftaucht und wir endlich was zu tun haben. Ist allemal besser, als im Regen zu warten. Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Er ist da drüben! Kommt schon! Da unten bewegt sich was. Vielleicht eine Ratte oder sowas. Ich kann dir nicht helfen. Nein! Auf das Terminal zu greifen. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Thank you.
herausgefunden. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen Sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Stürzt ein!
willst doch hier raus, oder? Mach mich los, bitte! Ein Glück bist du hier! Lasst die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol, das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte! Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen, das mag ich an dir! So vorhersehbar! Deshalb werden wir gewinnen! Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst! Wir wissen, wie du denkst! Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen, ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Sag das Zauberwort und der Freak stirbt. Das wirst du bereuen. Du mich jetzt gehen, oder? Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Halten Sie durch. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Master Bruce, die ganze Stadt.
Stadtes voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Gute Arbeit. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Seht zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Wir haben noch mehr.
Ja, aber nicht hier. Moment. Was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst. Lass ihn kommen. Er glaubt, er ist der Größte. Stimmt nicht. Seine Zeit läuft ab. Und was machen wir jetzt? Wir warten. Auf was? Auf Befehle. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Er schaltet uns der Reihe nach raus, genau wie die anderen. Giftig. Ich muss es abstellen. Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann... Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Seitengasse.
Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil. Ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort.
Wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach, egal. Ich bin nur froh, hier rauszukommen. Alfred. Habe ich gesehen, Sir. Erstes Kennzeichen, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst! Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen. Bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer. Ich brauche einen Weg rein, und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Leeds ist überall in Gotham. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren.
Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Knight. Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Aber er fährt einen Panzer! Ein Auto, das wie ein Panzer aussieht! Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben Hunderte davon. Er ist ein Mann, wir sind Tausende. Er ist gut, wir sind besser. Du warst ja wirklich beim Briefing. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Das war's! An alle Einheiten! Elite Capitals sind evakuiert! Ich wiederhole, dies ist der letzte Evakuierungsbefehl! Wer zurückbleibt, stirbt einen grausamen, angsterfüllten Tod! Also los! Ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken? Nutzlos. Atemgeräte? Nutzlos. Nur an zwei Orten seid ihr sicher, Männer. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Das Toxin verursacht schwere Psychosen und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also... da. Oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid... war... Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen. Und Arkham Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder hier seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? Sir, wir hören, dass eine Lieferung des Angstgases vom Stadt... Achtung, Batman ist hier!
gehört mir! Er kam aus dem Nächsten! Er gehört mir! Gott, schnappt ihn! Schnappt ihn! Das ging euch alle aus! Gott, schnappt ihn! Auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. An alle verbleibenden Einheiten, treffen auf dem Aufmarschplatz der Westen, sofort! Wir haben heute Nacht gute Arbeit geleistet, Leute.